So, da bin ich wieder. Hallo, hallo. Eine Schülerin von mir hat heute gefragt, was ist der Unterschied zwischen erschrecken und oder erschreckt und erschrocken? Und ich musste kurz nachdenken und dann habe ich sie erklärt. Und jetzt denke ich, ich könnte es euch eigentlich auch erklären. Also es ist relativ einfach zu merken, wenn ihr euch einfach ein paar gute Beispiele einprägt. Also, erschreckt versus erschrocken. Genau, die komischen Geräusche kommen von Sherlock. Er liegt hier an der Tür und möchte wahrscheinlich den Hund von den Nachbarn begrüßen. So, erschreckt und erschrocken. Wenn ich mich an jemanden leise anschleiche, also ich komme ganz leise und dann mache ich BUM, dann kann ich danach fragen, habe ich dich erschreckt? Das ist ein Gespenst und das Gespenst macht mit Vorliebe was? Es erschreckt Leute. Wie reagiert die Person, die erschreckt wurde? Sie sagt, ich bin so erschrocken. Hilfe. Ich bin so erschrocken. Und das ist der Unterschied. Erschreckt. Ich habe dich erschreckt. Ich bin der Akteur, das Gespenst zum Beispiel. Ich bin jemand, der Buh machte. Und der andere ist erschrocken. Ich hoffe, es hilft euch ein bisschen. Und wir sehen uns einfach im nächsten Video. Und ihr könnt mir sagen, ob es für euch lustig ist oder interessant, wenn ich die Videos an verschiedenen Orten mache. Weil ich nämlich jetzt eine Kamera habe, die nicht eine, also die keine Webcam ist, sondern eine transportable Kamera und ich kann die Videos prinzipiell überall machen. Sagt es mir einfach und dann kann ich schauen, vielleicht kann ich die nächsten Videos eher draußen machen oder irgendwo, wo man ein bisschen mehr sieht als mein nicht besonders aufgeräumtes Bücherregal im Flur. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.